Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier von Subway Sim Hamburg. Weiter geht's mit unserem Szenario, der Polizeieinsatz. Wir sind natürlich immer noch live auf Twitch unterwegs und wollen direkt mal weiter düsen, denn wir haben es Gott sei Dank geschafft, endlich wieder halbwegs nach Fahrplan zu fahren. Wir sind unterwegs Richtung Eppendorfer Baum, jetzt wieder Richtung Barmbek, denn zwischen St. Pauli und Baumball ist die Strecke wegen einem Polizeieinsatz gesperrt. Dort kommt man jetzt nur noch mit einem Schienenersatzverkehr oder mit Taxis lang. Eppendorfer Baum. Ausstieg links. Und das heißt eben jetzt, für uns geht's wieder zurück Richtung Barmbek und dann irgendwie in den Innenring, aber ich glaube, das trifft uns gar nicht mehr so wirklich, denn eine Ablöse soll für uns kommen. Wir haben Feierabend, wahrscheinlich so irgendwann so um 17 Uhr herum, und eine Ablöse soll uns dann von dort ablösen, damit wir in den wohlverdienten Feierabend gehen können. Ob das der Fall sein wird oder nicht, das werden wir spätestens in Barmbek rausfinden, aber bis dahin ist ja noch ein Weilchen. Die nächste Haltestelle kommt in 400 Metern, das nächste Signal in 400 Metern, also dann bei der Haltestelle, und die Geschwindigkeitsbegrenzung nach der Haltestelle dann von 70 auf 50. Alles klar. Da können wir schon mal vorsichtig anfangen zu bremsen. Ich will ja nicht wieder übers Ziel hinausschießen, wie so oft passiert, leider Gottes. So, aber das war, glaube ich, ein bisschen zu arg gebremst gerade. Da hätten wir noch ein bisschen warten können. Sulala. Und hier unten beim Eppendorfer Baum, na gut, da können wir aber wirklich noch ein bisschen Gas geben, kommt anscheinend noch irgendwie eine andere Linie wieder ins Spiel. Ich muss tatsächlich mal gucken, wie sieht's denn jetzt aus? Wo sind wir überhaupt? Schlump, Kellinghusenstraße? Schlump waren wir schon. Kellinghusenstraße, wann kommt die? Ah, die kommt als nächstes. Alles klar, dann sind wir also hier. Kellinghusenstraße, Saarlandstraße mit dem riesen Depot daneben und dann eben Barmbek. Alles klar. Gut. Jetzt kenne ich mich halbwegs wieder aus. Denn hier auf dieser Liste stehen ja nur die wichtigeren, die größeren Haltestellen, nicht jede. So, da oben haben wir's. Nächster Halt, Kellinghusenstraße. Alles klar. Supi. Freut mich. Läuft bisweilen ganz gut. Wir hatten am Anfang noch eine Minute Verspätung. Nächster Halt, Kellinghusenstraße. Übergang zur U1. Ausstieg links. Mittlerweile konnten wir diese Verspätung schon mal wieder ein bisschen zumindest reduzieren. Ein wenig haben wir noch, aber ganz ehrlich, mit diesem ganzen Polizeieinsatz, mit diesem Hin und Her, Rangieren, hin und zurück, da ist halt mal ein bisschen Verspätung aufgetaucht, sei es drum. So, 70 dürfen wir fahren, brauchen wir aber gar nicht mehr, denn da vorne kommt schon die Kellinghusenstraße, die nächste größere Haltestelle, wo, glaube ich, auch ein paar andere Linien unterwegs sind. Zumindest sehe ich hier 4 Gleise. Sulala. Passt, bitteschön, Freunde. Wer fährt denn da drüben? Die U1 Richtung Norderstedt-Mitte, so wie es aussieht, glaube ich, steht dort. Ah, der Hinweis nochmal. Für Fahrgäste der Linie U3. Wegen eines Polizeieinsatzes ist die U3 zurzeit zwischen St. Pauli und Baumwall gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis wird eingerichtet. Wir danken für Ihr Verständnis. Na gut, das betrifft uns jetzt ja eigentlich nur noch wenig, denn wir sind ja quasi jetzt schon wieder in die Gegenrichtung unterwegs. Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich genau dasselbe, also diejenigen, die von der anderen Seite gerade in die andere Richtung fahren. Nächster Halt, Sierichstraße. So, 60 Ausstieg ist dann da, links. Achtung. Aber das haut schon hin. Aber wir wollen ja jetzt nur noch Richtung Barmbek und dann eben wieder in den gewohnten Feierabend, in den verdienten. Das heißt, das Einzige, auf das wir warten müssen, ist eine Ablöse. Und die wird ja hoffentlich kommen. Da hinten dann in Barmbek, mal gucken. Vielleicht steigt plötzlich wieder irgendjemand in unseren Zug ein und fährt plötzlich alleine. Und wir können nur zuschauen. War ja auch erst kürzlich der Fall, als wir umgedreht haben bei St. Pauli. Sudala. Aber es läuft. Ich glaube, das muss man sagen. Es läuft ziemlich, ziemlich gut. Guck mal. Wir haben jetzt gleich wieder hier so 30, 40 Sekunden Wartezeit. Wir sind gut im Fahrplan. Alles hat seine Ordnung. Perfekt. Ich kann mich nicht beschweren. Die Fahrgäste vielleicht, weil sie jetzt nicht weiterkommen beim Baumball. Außer sie steigen eben ein Taxi. Aber wenn ich mir den Verkehr da unten so anschaue, glaube ich, man ist definitiv sicher, wenn man hier öffentlich unterwegs ist. Und zwar mit der Hochbahn.
Denn das da unten sieht ein bisschen sehr lebensgefährlich aus, wenn du mich fragst. So, schauen wir mal. Letzte Tür noch. Der hat auch richtig geschildert schon nach St. Pauli. Also man muss schon sagen, dieses Szenario ist sehr, 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 sehr gut umgesetzt. Man hat auch darauf geachtet, dass die KI eben nur bis St. Pauli fährt, dass sie nicht einfach übers rote Signal drüber und dort auch umdreht vor allem. Nächster Halt, Borgweg. Ausstieg links. Also dieses Szenario, das ist schon ganz gut gelungen. Mit den Durchsagen, mit dem KI-Verkehr, der sich eben an dieselben Regeln hält wie wir. Wir mussten ja auch in St. Pauli einmal sitzen bleiben, dann kam irgendjemand, ist eingestiegen, hat unseren Zug in die Kehre gefahren und dann eben wieder zurück. Das ist schon gut gelungen, das muss man schon sagen, das ist schon gut gelungen hier. So, bremsen wir schon mal ein bisschen, da vorne ist nämlich die nächste Haltestelle. Der Borgweg. Gefallen mir aber auch gut, muss ich sagen, diese luftigen Haltestellen, diese Freilandhaltestellen hier. Die auch ziemlich, ziemlich modern aussehen, wenn du mich fragst. Bisschen zu weit drüber hinausgeschossen übers Ziel. Hoppla. Das war gerade falsch. Ich habe die Türen gerade wieder zugemacht. Das wollte ich gar nicht. Jetzt schaut's gut aus. Naja, wobei. Guck mal. Wir stehen genau richtig, wenn wir ehrlich sind. Wir stehen genau richtig. Genau dort, wo wir sein sollen, stehen wir. Aber das war halt vielleicht um ein, zwei Meter wieder drüber hinaus. So, machen wir die Tür diesmal schnell zu. So, und Kratos schreibt gerade, muss leider weg. Wünsche euch noch viel Spaß. Danke, danke. Schön, dass du hier dabei warst. Du warst ja lange dabei. Immerhin wird das, glaube ich, so fast ein 4-Stunden-Stream jetzt gerade hier werden. Schön, dass du da warst. Würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Saarlandstraße. Viel Spaß heute noch. So, da ist schon mal ein E. Das heißt, ich glaube, bald können wir dann auch die 70 oder 80 fahren. Die 80 sind sehr gut. Dann ruft nur noch die Saarlandstraße irgendwo da vorne. Das Gute ist, wir haben jetzt zumindest nichts mehr mit diesen roten Signalen oder sowas hier. Wie wir bei der Herfahrt hatten beispielsweise, wo wir immer wieder stehen bleiben mussten auf einer Strecke, weil dann war ein rotes Signal, weil der vordere Zug war eben noch nicht weg und so weiter und so fort. Zumindest das macht uns keine Probleme mehr. Wir können hier fahren mit halbwegs Höchstgeschwindigkeit. Von A nach B. So, bremsen wir diesmal lieber wieder ein bisschen vorher schon. Mhm. So, wir haben ja eh Zeit. Guck mal, wieder 20 Sekunden oder sowas, was wir dann haben, bis wir die Türen schließen müssen. Also fahrplanmäßig mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das schaut ganz gut aus derzeit. So, da. Türchen auf. Und man sieht ja, wie schnell die hier ein- und aussteigen. Das geht eigentlich irrsinnig rasant. Die sind in 10 Sekunden fertig mit ein- und aussteigen. Aber das Problem ist dann eben immer, da bleibt eine Tür irgendwo noch offen. Und das verzögert dann eben die Abfahrt, genauso wie jetzt. Da ist irgendwo eine Tür offen und wir kommen aber nicht weg. So, aber das hat doch ganz gut funktioniert gerade. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Halt in Barmbek nämlich. Das ist die nächste Haltestelle, Barmbek, und dort irgendwo soll ja dann unsere Ablöse kommen, glaube ich. Nächster Halt, Barmbek. Dieser Zug fährt nach Hauptbahnhof Süd, Schlump. Ausstieg links. Wenn alles tatsächlich so läuft, wie es laufen soll, denn nach diesem außerordentlichen Zwischenfall da gerade, kann natürlich auch sein, dass die Ablöse vielleicht nicht pünktlich ist. Vielleicht machen wir Überstunden, vielleicht fahren wir noch ein Weilchen. Achtung, Signal ist rot. Okay, dann müssen wir diesmal wirklich eine Notbremsung einlegen. Das Signal ist rot, Freunde. Jep, da müssen wir diesmal wirklich eine Notbremsung einlegen. So, fahren wir mal langsam weiter bis zum Signal. Wahrscheinlich, weil wir noch ein bisschen zu früh dran sind, oder? Wir sollten ja theoretisch erst in einer Minute dort sein. Aber ist wer hier? Ah, tatsächlich, da ist noch einer vor uns. Guck mal. Na, so viel zu, wir haben kein Problem mehr mit den roten Signalen. Da ist tatsächlich noch ein Zug direkt vor uns. Und einer, der gerade irgendwie aus der Kehre kommt. Das Spiel sieht bei dir so geil aus. Hab es zurückgegeben, weil es bei mir nicht so gut aussieht, schreibt der Bachbär. Kommt natürlich darauf an, was du für einen PC hast. Ich würde mal behaupten, und das stimmt definitiv, dass ich einen High-End-PC habe. Ich habe geschaut, dass ich hier definitiv die nächsten Jahre durchkomme mit der Ausrüstung, die ich derzeit habe.
mit der Grafikkarte und so weiter und so fort, was alles dazugehört. Du kannst natürlich mit der Grafik ein bisschen rumspielen. Das geht natürlich. Ich habe alles mal auf Maximum hochgeschraubt. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, wenn man jetzt hier auf niedrigen Einstellungen beispielsweise spielt. Also, dass da es dann einen Unterschied gibt, auf jeden Fall. Dass das Spiel eben auch auf Systemen läuft, die nicht unbedingt High-End sind, sondern eher ein Mittelklasse-Gerät oder ein günstiges Gerät, ein Einstiegsgerät. Aber du kannst das Video zumindest hier schauen und das Spiel hier erleben ist auch schön. So, dann drücken wir mal den Button an. 861648. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Schlump. Fahren wir tatsächlich noch den Innenring? Fahren wir tatsächlich jetzt noch den Innenring weiter? Bis zum Schlump. Na gut, der ist ja nicht unbedingt weit weg, der Schlump. Schließe die Türen. Na, dann schließen wir mal die Türen. Und zwar richtig diesmal. Achtung! Ein Hinweis für Fahrgäste der Linie U3. Wegen eines Polizeieinsatzes ist die U3 zurzeit zwischen St. Pauli und Baumwall gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis wird eingerichtet. Wir danken für Ihr Verständnis. Wir fahren tatsächlich noch weiter. Nächster Halt, den Heide. Den Heide. Ausstieg rechts. Aha. Aber ist das jetzt auch der Halt? Ist das jetzt Richtung Schlump? Oder ist das eher Richtung Wandsbek jetzt gerade, den Heide? Das sieht mir nämlich eher aus, als würden wir Richtung Wandsbek fahren. Ich bin gerade etwas verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Nee, das ist nicht Richtung... Ja, das passt schon. Das ist nicht Richtung Wandsbek. Alles klar, das passt schon. Wir sind schon richtig. Hätte ich übrigens nicht gedacht, dass wir tatsächlich noch bis zum Schlump fahren, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht fahren wir auch gar nicht dorthin. Vielleicht ist jetzt irgendwo hier in den nächsten Stationen dann unsere Ablöse. Ich weiß es nicht. Das gilt es jetzt herauszufinden, Freunde. Ich habe ja gesagt, vielleicht läuft es auf Überstunden hinaus. Vielleicht kommt gar keine Ablöse rechtzeitig. Schauen wir mal. Boah, sagt ihr, steht auf meinem Gleis. Ah, ja. Hab mich schon erschreckt hier. Jetzt dachte ich, was ist da denn los? Da steht plötzlich ein Zug auf meinem Gleis. Huiuiuiui. Sodala. Zack. Schauen wir mal ganz kurz hier auf der Tafel. Hamburger Straße, Mundsburg, Uhlandstraße. Da unten sind wir jetzt. Mundsburg. Ja, das ist aber dann ein langer, langer Weg Richtung Schlump. Und dass er bis zum Baumwall fahren, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber wir werden das jetzt gleich rausfinden. Wir werden das jetzt gleich rausfinden. Denn solange hier nicht irgendwie die Meldung kommt, Szenario abgeschlossen, fahren wir. Wir fahren, soweit wir kommen. Mundsburg. Berliner Tor. Die Riesenhaltestelle. Nächster Halt, Hamburger Straße. Ausstieg rechts. Und ich kann mich erinnern, die Leitstelle hat irgendwas geredet von einer Ablöse, aber ich weiß natürlich nicht, wann die kommt. Kommt die dann erst wieder dort hinten, wo wir umdrehen müssen, beim Baumwall beispielsweise? Oder kommt die irgendwo hier? Vielleicht beim Berliner Tor, das ist ja eine große Haltestelle. Vielleicht kommt dort eine Ablöse, ich habe keine Ahnung. Wir fahren halt einfach mal. Ins Unbekannte. Spätestens beim Baumwall ist Schluss, weil dort ist er dann gesperrt. Bisschen zu weit drüber hinausgefahren, aber egal, das passt schon. Da vorne ist das H. Wenn wir so irgendwie zwischen den zwei stehen bleiben, ist schon alles in Ordnung. Aber wir sind trotzdem noch ganz gut dabei. Guck mal. Paar Sekündchen Verspätung, aber pff. Passiert. So. Letzte Tür bitte schließen, liebe Freunde. Und dann fahren wir auch schon weiter. Na komm. Wer spielt da wieder mit der Tür da hinten? Ich sehe gar keinen auf der Kamera.
Jetzt ist zu. Alles klar. Es ist immer die letzte Tür. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil dort immer der Aufgang ist. Und weil die Leute dort am längsten brauchen, um zur Tür zu kommen. Und dann natürlich immer wieder durch den Lichtschranken geht, was die Tür eben wieder öffnen lässt. Hunsburg. Ausstieg rechts. So, da sind wir auch schon in Hunsburg. Okay. Ein Hinweis für Fahrgäste der Linie U3. Die Sperrung der U3 zwischen Pauli und Baumwall ist aufgehoben. Sehr gut. Die Züge fahren nun wieder auf der gesamten Strecke. Gute Fahrt. Sehr gut, sehr gut. Dann frage ich mich aber noch eher, wann unsere Ablöse kommt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, vielleicht ja in Munzburg. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der gesagt hat. Er hat gesagt, der kümmert sich drum. Also wird ja hier wohl irgendwo irgendwann mal eine Ablöse stehen, oder? Hoffe ich. Die Züge fahren wieder regulär. Das passt ja schon mal. Steht jetzt eigentlich noch irgendwas Besonderes auf diesen Anzeigetafeln? Nee, das kann ich gar nicht lesen. Leider. Und da vorne kommt, glaube ich, keine mehr, oder? Nee, das Ende. Na gut, dann fahren wir halt mal. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Wohin? Wir sind jetzt hier in Munzburg. Nächster Halt ist das Berliner Tor. Meine größte Hoffnung, dass dort eine Ablöse kommen wird. Weil ja dort doch einige Haltestellen sind. Und einige andere Linien rumfahren. Dass dort vielleicht für die Ablöse leichter ist, hinzukommen als hier nach Munzburg. Weil da muss er mit der U3 fahren. Da fährt er sonst nichts. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, gucken wir mal, wann kommt denn das Berliner Tor da hinten? Zwei Stationen sind dazwischen noch. Nächster Halt, Uhlandstraße. Ausstieg rechts. Na, ich bin ja mal gespannt. Da bin ich ja gespannter, wann die Ablöse kommt, als was es mit diesem Polizeieinsatz auf sich hat. Was jetzt hier geregelt ist, ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Absolut nicht. Aber mehr als dass ich jetzt einfach die Strecke hier lang fahre, kann ich nicht tun. Ich dachte gerade, das ist unsere Ablöse, aber das ist nur ein Passagier. öffne die Türen. Na gut. Können wir hier irgendjemanden anfunken oder so? Hier steht zwar Ruf, aber ich traue mich gar nicht drauf zu klicken. Wer weiß, was dann passiert. So, na guck mal. Türchen sind nahezu alle zu. Eins fehlt noch. Hallo? Letzte Tür? Hallo? Jetzt. Passt. Und wirklich so spät sind wir gar nicht, wenn wir ehrlich sind. Guck mal, da unten steht A55, das passt eigentlich. Wenn A-Max steht, dann sind wir spät dran. Nächster Halt, Lübecker Straße. Übergang zur U1. Ausstieg rechts. Na, guck mal, vielleicht kommt die Ablöse ja mit der U1. Das ist jetzt sehr spannend. Bis wohin müssen wir fahren? Und dann haben wir zwar Feierabend, aber dann sind wir irgendwo... Ist halt die Frage, wo haben wir denn dann geparkt? Beispielsweise, wo steht unser Auto? Wo wohnen wir? Aber gut, mit so außertourlichen Dingen muss man dann eben klarkommen. So. Aber ich erinnere mich leider überhaupt nicht mehr, was der gesagt hat. Ich glaube, der hat nur gesagt, er wird sich um eine Ablöse kümmern. Aber der hat nicht gesagt, Achtung, bei dieser Haltestelle ist die Ablöse. Ich glaube, der hat nur gesagt, ja, ich kümmere mich um eine Ablöse. Aber wo die ist, wann die auftaucht, wer da auftaucht, pff, keine Ahnung. Na? Moin, hier ist die Leitung nochmal. Dein Ablöser wartet am Rathaus. Schönen Feierabend. Na Gott sei Dank, wo ist denn das wieder? Rathaus nach dem Berliner Tor. Alles klar. Supi, na jetzt wissen wir zumindest Bescheid. Hoppla, nächster Halt ist rot. Nächster Halt, Berliner Tor. Übergang zu das ist aber nicht U2, gut. U4, S1 und S21. Ausstieg links. Ah, jetzt ist grün, passt. Supi dupi. Gut, Freunde, die Ablöse wartet am Rathaus auf uns. Ich hoffe, wir wohnen nicht in Barmbek.
Denn dann hätte die Ablöse lieber dort auf uns gewartet. Müssen wir nämlich wieder zurückfahren dann. Na, guck mal. Ist eigentlich auch spannend. Da weiß man nie, wo so ein Tag endet. Wenn dann plötzlich irgendwie eine Streckensperrung auf einmal auftaucht. Gut, aber jetzt geht's auf jeden Fall erstmal zum Berliner Tor, zum Riesenbahnhof. Und dann weiter zum Rathaus. Und dort irgendwo ist dann wohl unsere Ablöse. Dort können wir Feierabend machen. Na, schauen wir mal. Boah, da ist einiges los da unten. Holla die Waldfee. Ich liebe diese Station. Hier ist so viel los. Beim Schlump und so in Barmbek ist auch ein riesen Bahnhof. Aber da ist nicht so viel los wie hier. Hier geht's ab. Guck mal, die 301 ist da drüben. So, schau mal ganz kurz da nach hinten. Rathaus, wann kommt denn das? Hauptbahnhof Süd kommt dann. Da ist auch einiges. Dann kommt die Mönckebergstraße und dann kommt das Rathaus. Alles klar, also kurz nach 17 Uhr machen wir dann wohl Feierabend, so wie es aussieht. Na gut, na gut. Passt. Und wir sind tatsächlich sehr gut in der Zeit. Die Strecke ist mittlerweile wieder voll befahrbar. Nächster Halt. Hoppla, hier sind nur 30. Bahnhof Süd. Übergang zur Na, jetzt U1, nicht mehr. U2, U4 zu allen S-Bahn-Linien und zum Regional- und Fernverkehr. Next Stop, Hauptbahnhof Süd. Please exit here for Central Station. Ausstieg links. Nichtsdestotrotz kommt da vorne irgendwann mal ein rotes Signal. Jetzt nicht mehr passt. Ich wollte nämlich gerade sagen, das macht mir ein wenig Sorgen, wenn sich das nicht bald umschaltet, aber das haben wir schon erledigt. Wahrscheinlich ist wieder irgendein Zug vor uns unterwegs, denn wir sind ja immer noch der Verstärkerzug hier. Das heißt, fahrplanmäßig ist hier alles ein bisschen chaotisch gerade, vor allem eben mit dieser Streckensperrung, was natürlich dazugehört, dass dann Chaos ausbricht. Wahrscheinlich picken wir wieder unserem Vordermann direkt im Rücken. Deswegen sind die Signale auf Rot gestellt. So. Passt. Aber ich glaube, summa summarum kann man sagen, das war eine ziemlich gute Fahrt. Schnell reagiert von der Leitstelle, fahren nur bis St. Pauli, dort wird umgedreht, zack, 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 es war jemand da, hat sich in unseren Führerstand gesetzt zu den anderen, hat uns in die Kehre geschoben und wieder zurück und bäm, Richtung Barmbek und wieder hierher, Richtung Hauptbahnhof und weiter bis zum Rathaus und dort machen wir Feierabend. Das hat ja easy cheesy funktioniert, supidupi. So, warten wir nochmal die letzten paar Sekunden. Die Freigabe kann ich ja kurz mal rausnehmen und dann haben wir gesagt, bei 10 Sekunden fahren wir einfach los, denn wir haben mittlerweile wieder den Fahrplan in unserer Hand, Freunde. Jetzt läuft's wieder. Keine Verspätung mehr, alles in bester Ordnung, alles so wie es sein soll. Supidupi. Nächster Halt, Mönckebergstraße. Ausstieg rechts. So, das Lichtlein leuchtet grün. Das nächste auch, sehr gut. Das heißt, unser Vordermann hat wohl ein bisschen zugelegt gerade. Na gut, das ist nicht unbedingt weite Distanz von den zwei Haltestellen hier. Mönckebergstraße kommt direkt danach. So, da la. Vielleicht ein bisschen zu stark gebremst. Ja, komm, da fahren wir noch ein Stückel. Nur ein Stückel, wir haben ja Zeit. So, bis einstellig wird. Und dann machen wir auf die Tür. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich freue mich. Ich freue mich, ich freue mich. Das heißt, die nächste Haltestelle, wenn das da hinten stimmt und das muss stimmen, ist dann das Rathaus. Dann sind wir eh schon fast beim Baumball. Na, guck mal einer an. Da haben wir ja den Großteil der Strecke schon wieder zurückgelegt hier. Supi. Passt, passt, passt. Nächster Halt Rathaus, nächster Halt Feierabend, Freunde. So sieht's nämlich aus. Oh je, nochmal ein rotes Signal davor. Nächster Halt Rathaus. Übergang zur U1, U2, U4, S1, S3 und zur Alster Touristik. Next Stop Rathaus. Please exit here for Town Hall and Alster Boat Trips. Ausstieg rechts.
Naja, wusste ich's doch, dass sobald wir hier Bremsen anfangen, dass dann das Signal eben wieder auf Rot geschalten wird. Wir picken unserem Vordermann direkt auf den Fersen, Freunde. Guck mal, das nächste Signal ist auch wieder rot. In der Haltestelle dann schon drin. Und dennoch ist immer ziemlich viel los. Außer jetzt gerade. Guck mal, der Bahnsteig ist leer gefickt. Der Bahn scheint tatsächlich gerade da und hat alle mitgenommen. Der Bahnsteig ist leer gefickt. Diesmal ist keiner hier. Nicht mal unsere Ablöse. Na, gucken wir mal. Ein Hinweis für Fahrgäste der Linie U3. Die Sperrung der U3 zwischen St. Pauli und Baumwall ist aufgehoben und die Züge fahren... Passt! Die Züge fahren wieder ohne Unterbrechung. Gute Fahrt. Und hier haben wir das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Sehr gut. Wir haben hier angefangen mit ein bisschen Verspätung, haben 1,6 Minuten Verspätung sogar in der Sirichstraße gehabt. Eieieiei. Ja, und dann irgendwann mal waren wir hier in St. Pauli. Gleis 1, 11, 2, Führerstandswechsel. Da haben wir eben wieder gut mit dem Fahrplan mithalten können. Hin und wieder ein bisschen Verspätung mitgenommen mit plus 1,1 Minute, aber dann sieht man eben hier, wir sind immer im grünen Bereich geblieben. Manchmal noch ein bisschen Verspätung auf dem Konto gehabt, aber summa summarum sind wir mit einer Minute zu früh sogar im Rathaus angekommen. Ich glaube, da kann sich keiner beschweren. So, liebe Freunde, und wenn wir uns jetzt mal das Szenario hier so anschauen, sehen wir, das war das letzte Szenario vorerst mal, das es hier gibt in Subway Sim Hamburg. Das heißt, das war vorerst mal der letzte Stream zu Subway Sim Hamburg und die letzte Folge. Außer natürlich, das kann jederzeit sein, dass hier noch ein paar Updates erscheinen werden. Und sobald das der Fall ist, werden wir uns natürlich wiedersehen in einem neuen Livestream oder je nachdem, vielleicht auch einfach nur in einer neuen Folge. Aber wenn es hier noch neue Updates geben sollte bei Subway Sim Hamburg, dann schauen wir uns das natürlich an, denn ich habe ja einen eigenen Reiter, wenn ihr hier gerade auf YouTube zuschaut, bei den Playlists, die Warteschlange oder so ähnlich habe ich die genannt, wo all die Playlists, all die Spiele quasi in der Warteschlange gehalten werden, die wir theoretisch noch auf der Agenda haben, die ich theoretisch natürlich noch weiterspielen möchte, aber eben auf neuen Content, auf neue Updates warte. Da ist zum Beispiel Tram Simulator Urban Transit dabei oder Bus Simulator 21 zum Beispiel und eben jetzt dann auch bald der Subway Sim Hamburg, wobei ich ja mittlerweile herausgefunden habe, dass hier schon an einem Nachfolgetitel gearbeitet wird und zwar Subway Sim 2, wo wir nicht nur hier in Hamburg fahren können, die U3, sondern eben dann auch die U1 in Berlin und ob hier noch ein paar Neuigkeiten kommen werden, das wird sich herausstellen, aber auf jeden Fall sehen wir uns dann spätestens wieder beim Release von Subway Sim 2, wenn wir uns dann nicht nur Hamburg gönnen, sondern eben auch Berlin. Dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zusehen von dieser Runde, Dankeschön fürs Zusehen vom Let's Play, von all den bisherigen Folgen, die es eben hier gibt auf YouTube. Danke natürlich auch an alle, die hier live auf Twitch dabei waren und wir sehen uns dann bei kommenden Updates wieder in Subway Sim Hamburg. Hoffentlich müssen wir nicht allzu lange warten.